Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Commander Deck Unboxing hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island. Wir haben in diesem Video Rufe die Geister in Weiß und Schwarz, also in den Orzhov-Farben. Vorne drauf ist Daxos der Wiedergekehrte, also diesmal in einer anderen Farbe wieder zu finden. Natürlich 15 komplett neue Magic-Karten dabei, wie in jedem Commander Deck. Und wir wollen mal reinschauen, was dieses Deck uns zu bieten hat. Und am Ende brainstormen wir dann wieder ein bisschen und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können, ohne dass ich hier die Kamera umhaue. Wir haben eine Oversized-Karte nur in diesem Commander. In diesem Fall, wie gesagt, Daxos, der Wiedergekehrte. Für 3 Mana ist er 2/2 legendärer Zombie-Soldat. Immer wenn wir einen Verzauberungszauber wirken, kriegt er eine Erfahrungsmarke. Das ist ja schon mal nicht schwer. Das riecht schon mal nach Power auf jeden Fall. Für 3 Mana können wir einen weißen und schwarzen Geist-Verzauberungsspielstein ins Spiel bringen. Er hat Stärke und Widerstandskraft gleich der Anzahl an Erfahrungsmarken, die wir haben. Das kann richtig fies werden. Also, ich habe hohe Ansprüche. Das Ding riecht nach einem der stärksten Commander, die wir hier bisher gesehen haben, tatsächlich. Wir erinnern uns an Zur the Enchanter. Okay, das Ding war unfassbar fies, weil wir mussten die Enchantments nicht casten. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, ein sehr gutes Deck zu sein. Schauen wir mal, was draus gemacht wurde von den Designern. Wir packen das Ganze einmal aus. Wir haben wie immer extrem viele Tokens, sei es ein Gold-Token, Geister, Ritter, was haben wir hier noch? Katzen, das Ganze doppelseitig bedruckt, Engel, Geister, also mit Tokens werdet ihr mittlerweile immer versorgt seitens Hasbro oder Wizard. Da gibt es ja nichts zu meckern. Wer die Tokens nicht hat, ist alles dabei. Ich suche uns als erstes wie immer die Rares und Mythic Rares raus. Die schauen wir uns als erstes an. Das ist ja immer sehr interessant. Es sind auch sehr viele in den Commander Decks. Dann schauen wir uns den Rest der Karten an. Und dann haben wir hier natürlich noch einen Haufen Länder. Plus Nicht-Standard-Länder. Sind auch sehr viele in diesem Deck. Müssen wir mal schauen. So, fangen wir als erstes mit den Rares und Mythics an. Das ist ja das, was uns ganz wichtig interessiert. Wie gesagt, Daxos ist der Commander, den wir wahrscheinlich spielen wollen, weil er der neue Commander mit den Erfahrungsmarken ist. Wir haben noch ein paar andere. Wir haben noch Karloff vom Rat der Geister. Für 2 Mana ist er 2/2. Immer wenn wir Leben dazu kriegen, kriegt er 2+1+1 Marken. Und wenn wir 6 Marken entfernen, können wir eine Kreatur ins Exil schicken. Das ist so mittelprächtig, weil ich weiß nicht, ob wir eine 8/8er Kreatur wieder zu einer 2 Mana. Ja, also man kann es als Removal benutzen, finde ich im Notfall, aber wäre ich eher vorsichtig. Und Taser, die Gesandte der Geister, für 7 Mana ist sie 4/4. Wachsamkeit, Schutz vor Kreaturen und immer wenn wir uns einer Kreatur Kampfschaden zufügt, bringen wir einen 1/1er Geist ins Spiel. Und die Kreatur wird zerstört, die uns Schaden gemacht hat. Das sind schon mal unsere 3 Commander-Auswahlen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, Daxos ist unser Favorite. Schauen wir mal, was wir an Kreaturen haben. Die Beschützerin der Bastion, 3 Mana, 3/3. Commander-Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten +2/+2 und sind unzerstörbar. Ja, das ist doch schon mal ein netter Anfang. Griff des Schicksals, eine Verzauberung, ganz wichtig, 3 Mana. Wenn er ins Spiel kommt, schicken wir für jeden Gegner bis zu eine bleibende Karte, die kein Land ist, ins Exil, bis halt der Griff des Schicksals das Spiel verlässt. Im Multiplayer Commander wohl das Mega-Bomben-Removal, weil sie exilt Non-Land-Karten bei jedem Spieler eine. Richtig gut. Schutz des Glaubens. Verzaubert eine Kreatur für 3 Mana, die Kreatur ist unzerstörbar und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, können wir den Schutz des Glaubens an diese Kreatur wieder anlegen. Das ist auf jeden Fall cool, also immer zwischen den guten Kreaturen hin und her schieben. Am besten vielleicht auch sogar unseren Commander verzaubern. Das sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Dann haben wir Daxos Qualen, 4 Mana Konstellation, immer wenn er oder eine andere Verzauberung unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, wird Daxos hier noch zu einem 5/5er Dämon mit Flugfähigkeit und Eile und kann dann immer einmal angreifen. Das ist eigentlich ein cooles Enchantment. Recht schaffende Konfluenz. Für 5 Mana bestimmen wir 3. Entweder der 2/2er Ritter mit Wachsamkeit, eine Verzauberungsexil schicken oder wir kriegen 5 Leben dazu. Also wir können das Ganze auch nutzen für 5 Mana, gain 15 Leben. 5 Mana gibt 3 Ritter oder eine Kombination eben aus allem. Wie gesagt, die Konfluenzen finde ich sind super, super stark. Kann ich jetzt nicht nur für die neuen Commander-Decks empfehlen, sondern in der Regel, je nachdem wie euer Deck aussieht, es geht natürlich nicht immer, finde ich die Konfluenz sind mega stark. Nicht nur die blaue, die sind alle super stark. Die grüne war super stark zusammen mit Eternal Witness, ist auf jeden Fall richtig gut und
Machen wir mal weiter. Tödlicher Sturmwind, 6 Mana Exarei, wir zerstören alle Kreaturen und jeder Spieler verliert Lebenspunkte in Höhe der Anzahl an Kreaturen, die er kontrolliert hat und auf diese Weise zerstört worden. Super Mass Removal ist auf jeden Fall gut. Dann Tafelberg-Zauberin, 3 Mana, immer wenn wir eine Verzauberung spielen, ziehen wir eine Karte, auch ganz wichtig. Nachtheuler ist gleichzeitig eine Verzauberung und eine Kreatur, X plus X plus X hat er, wobei X die Anzahl an Kreaturen in allen Friedhöfen ist, auch gut. Schicksalsverleiterin, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, kriegt dieser Spieler einen Schaden, das ist eher so mittelprächtig, wir wissen das. Im Multiplayer ist sie vielleicht ganz gut, sie ist eine Verzauberung, also lasse ich das durchgehen für dieses Deck, ist absolut okay. Hier ist quasi die... der Young Pyromancer in Weiß für 4 Mana 3-3. Immer wenn wir eine Verzauberung spielen, gibt es einen Katzenspielstein, an den wir auch diese Aura anlegen können. Ist ganz cool. Dann ganz wichtig in jedem Deck, vielleicht kennt ihr aus dem Standard noch das Constellation Deck. Doomwake Giant durfte natürlich niemals fehlen. 5 Mana, 4-6, Constellation, alle Kreaturen, aller Gegner kriegen minus 1, minus 1. Ist natürlich auch wieder dementsprechend gut im Commander. Im Multiplayer-Commander, wollte ich sagen. Dann das himmlische Urwesen, 5 Mana, 3-3 fliegend. Immer wenn wir einen Verzauberungszauber wirken, kriegt jede Kreatur eine +1/+1 Marke bei uns. Das ist auch nicht schlecht. Himmlischer Archon, gleichzeitig Verzauberungskreatur und wieder Kreatur mit Bestow, also Göttergabe, 4-4 Flying Erstschlag oder wir verzaubern eine Kreatur für +4/+4 Flying und Erstschlag. Ist auch nicht schlecht, also 5 Mana, 4-4 Flying Erstschlag als Verzauberung ist absolut akzeptabel in diesem Deck. Dann der Schatz, Thrall, 6 Mana, 4-4 mit Abnötigen. Abnötigen, einer unserer Lieblings-Keywords, glaube ich, die jemals ins Deutsche hier übersetzt wurden. Ne? Wir freuen uns ja immer, wenn die Übersetzer da so schöne Kreationen für uns erschaffen. Und immer wenn der angreift, können wir ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung unserer Wahl aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Super, super, super gute Value-Karte, kann man definitiv zocken. Dann der stumme Wachposten noch, ist auch eine eher alte Karte, kennen wir. Verbindung zur Unterwelt, auch ein super Enchantment, weil es uns Karten ziehen lässt. Auch super Alternative ist die Phyrexian Arena an der Stelle, kann ich direkt schon mal sagen. Dann Gerechtigkeit des Schicksals für 3 Mana, immer wenn wir einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit, immer wenn ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit eines Gegners eine bleibende Karte bei uns zerstört, die keine Kreatur ist, können wir eine bleibende Karte, die dieser Gegner kontrolliert, zerstören. Also so wie du mir, so ich dir. Auch eine schöne Verzauberung. Ah, Phyrexian Arena ist drinne. Ich sollte meine Schnute halten, bevor ich alles durchgeguckt habe. Wie gesagt, ich finde, die Decks sind echt ganz gut designt im Moment. Hymne des Marshalls als Multikicker Hymne mit Reanimation-Effekt. Super Verzauberung. Dann haben wir hier Gebot des Heliod, auch als Verzauberung. Siegel des leeren Throns, auch ganz wichtig in jedem Enchantment-Deck. Hier gibt es nämlich für jedes Enchantment, was wir spielen, ein 4-4er Engel. Auch eine sehr schöne Sache. Dann der Schwarzmarkt, heutzutage viel besser als er früher war. Denn früher gab es noch Mana-Brand. Die alten Spieler erinnern sich noch. 5 Mana, immer wenn eine Kreatur stirbt, kriegt diese eine Ladungsmarke. Und zu Beginn, also in der ersten Hauptphase, das Wording hier ist ein bisschen komisch, kriegen wir ein schwarzes Mana für jede Ladungsmarke auf dem Ding. Richtig gut, ohne Mana-Brand ist das sehr, sehr, sehr cool. Können wir halt schön Mana produzieren. Dann das Abkommen des Nekromagiers für 6 Mana. Eine Verzauberung, wenn sie ins Spiel kommt, schicken wir alle Kreaturen aus dem Friedhof irgendeines Spielers ins Exil und bringen dann für jede auf diese Weise exilte Karte ein 2-2er Zombie bei uns ins Spiel und alle unsere Zombies haben Lifelink. Kennt man auch. Ist cool. Uraltes Verlangen ist Draw 3 und wir verlieren 3. Das ist eher für mich eine Karte, die man austauschen kann. Da kann man auch definitiv sowas wie Read the Bones spielen. Da hat man wenigstens noch einen Scry. Also das geht besser. Vergolden als Removal ist in Ordnung. Dann die Schatzkammer öffnen, natürlich ganz wichtig. Können alle Artefakte und Verzauberungen aus allen Friedhofen unter der Kontrolle ihrer Besitzer ins Spiel zurückbringen. Auch wenn wir beim Gegner was wiederbeleben, ist das nicht schlimm, weil wir haben definitiv mehr Enchantments. Und der tödliche Griff als Hexerei, 2 Mana und X. Fügt einer Kreatur oder einem Spieler X Schaden zu, wir kriegen X Leben dazu. Ist in Ordnung fürs Late Game. Ja, das waren schon mal ein paar gute Enchantments auf jeden Fall. Ich denke, man kann nicht klagen. Schauen wir uns noch die Nicht-Rares an. Wir haben noch die Oreskos-Erforscherin als Speer.
Der Münz spielt auch mit. A Constellation ist natürlich auch super. Immer wenn eine Verzauberung oder er ins Spiel kommt, kriegen wir einen Lebenspunkt dazu und wir können Lebenspunkt bezahlen dafür, dass ein Gegner einen Lebenspunkt verliert für 2 Mana. Ist auf jeden Fall cool, um ein bisschen Life-Gain zu kriegen in dem Deck. Generell, was ich empfehlen würde, sind alle Karten mit Constellation in den passenden Farben sind eigentlich spielbar. Dann der Hirsch für Länder. Der Dämmerglanzbeschwörer. Für 8 Mana tappt er alle Kreaturen eines Spielers. Ist vielleicht ganz nett fürs Late-Game. Muss man sich überlegen. Weitere Verzauberungskreaturen sind natürlich ganz wichtig. Eidolons in jeder Form kann man durchaus spielen. Vielleicht sogar das Eidolon of Rhetoric in dem Deck zu spielen, falls wir nie mehr als einen Spell spielen, ist das vielleicht ganz gut und hindert andere Spieler an ihrem Spiel. Kann klappen. Die Weihepriester, der idealistische Mönch, der Verzauberungskarten zurück auf die Hand holt, ist auch nie verkehrt. Dann haben wir den Leichenaugur, 4 Mana, 4-2. Wenn er stirbt, ziehen wir X Karten, verlieren X Lebenspunkte, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen ist. Anzahl der Kreaturen in dem Friedhof einer Spieler. Finde ich, ist ein super geiles Artwork. Ich gehe mal ein bisschen ran. Sieht richtig geil aus, sehr schön. Furchtbringende Lamparden, also diese klassischen Constellation-Kreaturen, werden hier auch alle abgegriffen. Und wie immer gibt es in jedem Deck auch die Myriade-Kreaturen. Fliegenswachsamkeit für 5 Mana, die Heroldin ist okay. 4-4 Flying. Wachsamkeit ist super, wie gesagt, weil ich sagen kann, wenn ihr auch hier der Geist oder die Todesfee, wenn ihr Multiplayer spielt, sind die Karten natürlich super. Wenn ihr nur 1 gegen 1 spielt, gehören die alle aus dem Deck raus. Alle. Ohne Frage. Alle raus. Dafür sind sie nicht gut genug. Also nur wenn ihr Multiplayer spielt, lasst sie drin, ansonsten komplett raus. Blutdieben. Dann das Sandsteinorakel, 7 Mana, 4-4 Flying. Wenn ins Spiel kommt, bestimmen wir einen Gegner. Falls dieser mehr Karten noch in der Hand hat als wir, ziehen wir genauso viele Karten, wie die Differenz beträgt. Das ist natürlich stark, aber auch nur im Multiplayer richtig gut. Beste Karte im Deck, Solring. Dann weitere Ramp-Karten, Brosche des Wandermanns. Dann Lightning Grease, die wir auch immer kennen, die Beinschienen des Blitzes. Die passende Patchhaft, alle mit neuem Artwork, finde ich auch sehr schön geworden. Das Gedankengefäß. Dann haben wir hier noch die Kristallglocken, wo man alle Verzauberungen aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen kann. Super stark für das Deck. Dann der Rätselstein in Orts of Farben ist so halbwegs in Ordnung. Und dann noch mehr Verzauberungen. Neuer Anspruch für Rexias. 1 Mana, 2 Mana bezahlen wir 2 Lebenspunkte, um eine Kreatur aus dem Friedhof wieder auf die Hand zu nehmen. Ist zumindest eine Verzauberung und lässt uns unsere Kreaturen immer wieder benutzen. Ist cool. Siegel der Reinheit, also hier wurde auch an Artefakt- und Verzauberungsremoval gedacht, auch natürlich in Verzauberungsform, was ja ganz wichtig ist für dieses Deck. Gefäß aus der Grube, Bandeslicht als super Bomben-Removal in Artefakt, in Enchantment-Form. Ich sag jetzt auch nicht, tun Oblivion Ring hier rein, vielleicht gibt es ja hier drin einen. Nein, es gibt keinen. Also die schwachen Karten, die ich eben angemerkt habe, teilweise Bandeslicht, der Oblivion Ring ist das gleiche, nur mit einem anderen Namen, sprich ihr dürft es spielen, ist super. Käfig aus Händen als Pseudo-Removal, Pflichtgelübde, versauert Kreatur kriegt +2/+2, Wachsamkeit und kann weder uns noch einen Planeswalker, den wir kontrollieren, angreifen. Das ist wieder eine reine Multiplayer-Karte, sprich wir verzaubert von Spieler 2 seine Kreatur, geben ihr schönen Buff, sprich damit soll er schön die anderen Gegner fertig machen, uns kann er ja nicht angreifen. Das gefallene Ideal als weiteres Enchantment zum Pumpen. Siegel der Verdammnis ist ein Removal in Verzauberungsform, auch sehr schön, dass daran gedacht wurde. Das Bosheitsgelübde nochmal als Aura, +2/+2 einschüchtern und kann wieder weder uns noch unsere Planeswalker angreifen, also schön auf den Gegner spielen. Aura des Schweigens, alle Artefakte und Verzauberungen beim Gegner kosten 2 mehr, ist auch eine starke Aura, ziemliche Hate-Aura auf jeden Fall. Und wir können sie opfern, um wieder ein Removal zu haben gegen Artefakte und Verzauberungen. Und die letzte Karte wäre noch das Morgenrot zu Abendrot. 4 Mana Hexerei, wir bestimmen eins oder beides. Entweder eine Verzauberung zurück auf die Hand nehmen aus dem Friedhof oder eine Verzauberung zerstören, ist auf jeden Fall auch sehr passend. Ja, was kann man zu dem Deck sagen? Es ist eigentlich auch schon ganz geschmeidig gebaut. Ich würde gesagt, doch die wichtigen Removals einbauen, à la Banishing Light und die ganzen Constellation-Karten, die ihr quasi alle finden könnt aus dem Born of the Gods, müssten die ganzen Constellation-Karten gewesen sein. Wir haben Siegel of the Empty Throne in den Rares, also die ganz wichtigen Auren haben wir drin. Schatzkammer öffnen war auch was ich auf jeden Fall vorschlagen wollte, weil es im Artefakt-Deck einfach unendlich gut ist.
Phyrexian Arena ist drin, also eigentlich alles, was ich vorgeschlagen habe. Das Deck ist relativ leicht zu verbessern, wenn ihr um Daxos spielt. Wie gesagt, ich würde die Verzauberung möglichst preiswert halten von den Mana-Kosten her, weil wir wollen Zug 3 Dax auslegen und dann möglichst viele Enchantments spielen, damit er einfach leveln kann. Man kann natürlich, wenn einem ein bisschen Removal fehlt, noch Removal reintun, à la preiswert wäre Doomblade, Go for the Throat etc. Ich finde, es ist ein bisschen wenig Removal drin. Oder man bedient sich an gutem weißen Removal wie Swords to Plowshares, Path to Exile. Das ist alles auf jeden Fall machbar. Was man auch spielen kann, finde ich, da wir sehr viele Auren spielen, wenn man ein bisschen die Kreaturen cuttet und wirklich, also so würde ich vorgehen, wenn wir Daxos spielen, kann man eventuell sogar Mass Removal spielen. Immer wenn es ein bisschen heikel wird, zockt man das. Man kann das Ganze auch mit Starfield of Nyx spielen. Finde ich auch sehr gut in Kombination mit den ganzen Sachen. Da kann man nicht mehr gut angegriffen werden. Also ich würde ein bisschen die Kreaturen rausnehmen, die vielleicht nicht ganz so gut waren, wie die viel zu teuren Enchantment-Kreaturen oder eben die Kreaturen, die gar keine Enchantments sind. Dann würde ich so Starfield of Nyx spielen, Ghostly Prison, um die Gegner noch am Angreifen zu hindern. Es ist gleichzeitig ein Enchantment. Oblivion Ring rein, Banishing Light haben wir ja schon. Man kann auch noch die ganzen Kreaturen-Removal in die ganzen Standard-Enchantment-Removal spielen. Was fällt mir noch ein? Ja, ich würde mal sagen, das ist so das, was am Anfang auf jeden Fall nicht so verkehrt ist. Ich finde, das Deck ist wieder recht ausgewogen gebaut. Wir können uns nochmal die Länder hier angucken. Wir haben wieder Vivid Marsh, also munterer Marsch, muntere Wiese, ein paar Cycle-Lände. Der Befehlsturm ist ja in jedem Deck drin, ist so das beste Land im Commander, weil es jede Farbe macht. Oh, ein Ghost Quarter ist hier sogar drin. Ne? Zerstört auch Länder, das ist ganz cool, gegen gute Utility-Länder der Gegner. Und, ja gut, die klassischen Gildeneingang, verlassene Ödnis, also die ganzen zweifarbigen Länder. Nee, sieht gut aus. Wie gesagt, alle Power-Enchantments gerne reintun. Die wichtigsten Karten sind drin. Wir haben Card Draw, wir haben Removal, wir haben gute Kreaturen. Also, wer gerne dieses schwarz-weiße Enchantment-Thema verfolgen möchte, hat hier direkt das perfekte Startdeck dafür. Lasst gerne noch Kommentare da. Vielleicht gibt es ja schon einige, die mit dem Deck spielen und sich schon ein paar Enchantments rausgesucht haben. Lasst einfach mal einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.